Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium in der Alpha 10. Experimental natürlich mit dem Max. Hallo Max. Hallo? Und der Feljack. Hallo, Und Feljack? wir haben hier der Drohne vielleicht zeigen. Wir haben hier schon mal, oder Max hat das schon mal gebaut hier ein bisschen. Ich habe das schon ein bisschen verstärkt und ein paar Lichter drunter gemacht. Die Was Plattform für Lichter? den Hangar. Oh. Genau. Das ist die Plattform, die Star Wars Plattform, die wir ja bauen wollten. Da sind noch verschiedene Steine drin, ist aber nicht schlimm, das wird alles noch verbessert. Das ist erstmal nur provisorisch. Jetzt haben wir hier so, also ich habe hier gerade schon mal so provisorisch hier so eine Art Hangar-Eingang schon gemacht, so ungefähr so das Hangartor reinkommt. Genau, damit wir hier mal ein bisschen rumgraben können. Hier soll das Hangar rein. Muss mal gucken, dass wir hier. Am besten erst so eine kleine Einfahrt und dann, dass du dich so halbwegs orientieren kannst. Das müssen wir bestimmt eh größer machen, aber Ja, denke ich mal auch, ne? aufpassen. War natürlich was vergessen, Arbeitslichter, aber. Geht schon. Alles weg hier. Warte mal, ich grab mich mal. Ich grab hier mal so einen Tunnel rein. So, damit wir hier ein bisschen tiefer kommen, damit wir hier ein bisschen abglätten. Da ich ja Spitzen nicht mag, bei der Baustelle ist das natürlich wichtig, dass alles glatt ist hier. Da ist zum Beispiel schon wieder so ein Huckel, ne? Das muss Ja, und auch weg. wir bauen gerade ein Baufahrzeug, also ein Bohrgleiter. Aber wie sagt man so schön dazu? Ja, Bohrgleiter. Was ist das für ein Tunnel da? Denn das ist die Seitenwand, dass er schon mal weiß, wie weit wir ungefähr so eine Einfahrt haben. Ja, okay. Auf der anderen Seite auch Kann so, man oder sich wie? orientieren, so ja, auf einer Seite machst du am besten auch mal so ein. Jetzt dann die Mitte Okay. ausgraben. Dann hauen wir mal hier einen durch. Ich hoffe, ich mache den mal richtig hier. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite rauskomme, schlecht. Oh, muss reichen, ne? Ja, wir Gucken haben wir beide mal. den Bohrer auf jeden Fall, was man bestimmt schon gesehen hat jetzt. Damit ist natürlich abgraben kein Problem. Ja, wir müssen leider auch darauf warten, dass das Ding fertig gebaut wird. Mal kurz gucken. Noch 53 Minuten. Genau, dann können wir da richtig loslegen mit dem Ding. Dann haben wir aber wahrscheinlich das Hangar schon fertig. Ja, vielleicht. Aber das Hangar muss groß sein, weil wenn wir die Schiffe bauen, die müssen ja auch durchpassen. Hauptsache dann ein kleines Hangartor, aber eine riesen Hangarhalle, ne? Das ist Natürlich genau jetzt das keine Richtige. Blöcke mit, um das schon mal den Boden zu setzen. Hast du noch Blöcke mit? Ich habe noch 95 Blöcke, habe ich noch. Du kannst vielleicht schon mal ansetzen oder so, dass man ungefähr sieht. Warte. Genau, da müssen wir ja freischaufeln, wenn wir dann hier den Boden machen. So. Mal gucken, ob das denn mittig ist. Haben wir das da auch mittig gemacht? Ja, so ungefähr, ne? So Ja. ungefähr ist mittig. Ja, ungefähr. Passt, Ungefähr, wackelt und guckst hat du Pi Luft. mal Auge. Passt, wackelt und hat Luft. So, ich ziehe mal hier rüber. Hier drüben müsste man noch setzen, oder? Ne, ich will nicht zu viel. Ich will nicht zu viel machen. So. Hier. Da auch noch ran. So. Hey, da ist gerade einer durchgelaufen. Also schon zu hoch, ne? Geht noch so, ne? Ja, nicht, dass ich hier jemanden einbuddle. Das noch rein. Zack, so. So, fertig, ne? Dass wir ungefähr wissen. Achso, du machst schon weiter. 59 Blöcke habe ich noch. Oh, das ist doch mal Arbeitsteilung, ne? Der eine buddelt und der andere setzt die Blöcke hier. Dann geht das Hangar schneller. Okizuki. Rucki-zucki mit Mucki. Mit Muckis. So. So ungefähr, ne? Ja. Das ist ja erstmal nur so die Einfahrt, ne? Oh, das sieht schon, ja, das sieht dann nach dem aus, wie ich mir das so vorgestellt habe. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, muss man Aber mal ein sagen. Hangartor hast du noch nicht gebaut oder mitgebracht, ne? Nee.
Da können wir uns nämlich jetzt dann richten nach dem Hangar-Tor, wie hoch die Decke sein muss. Ja, genau, deswegen hatte ich ja vorhin gesagt gehabt, können wir ja mal schnell eins bauen, ne? Wer geht jetzt hoch? Was hast du gesagt? Ich hab nichts verstanden. Ich hab's nicht gesagt. Also Leute, damit ihr wisst, was los ist, weder der Feljek und ich haben Lust, immer ständig nach oben zu rennen, weil wir da einen ellenlangen Weg nach oben haben. Ja, wir müssen langsam Anschluss an das Treppenhaus kriegen und ja, weil das ist echt. Wir sind auch noch unentschlossen, wo die Basis hin soll. Die eigentliche Basis. Wir haben momentan jetzt so einen Notraum erschaffen. Ja, den wir immer schon weiter ausbauen, aber eigentlich soll das gar nicht so bleiben. Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. Gut, dann werde ich mal gleich hochgehen und werde dann mal gleich das da holen. Ich opfere mich dann, ne? So. Gut, ich gehe mal hoch. Damit ihr mal seht, was wir meinen. Wir haben es schon mit Fahrstühlen probiert, aber das funktioniert auch nicht. Also nach oben das Ganze. Aber dieser Bohrer ist echt irgendwann, ne? Was du damit weg wolltest. Ist schon schön, ne? Also. Ja, mal mit der Drohne hin und her ist schon der halbe Berg ausgehöhlt hier. Ja, genau. Oh. Jetzt sind wir natürlich hier wieder. Also echt arschdunkel hier. So, haben denn die Leute schon die Verteidigung gesehen von der Base? Nee, noch nicht, glaub nicht. Da gucken wir so, ja, so wo ich angefangen habe, glaube ich, damit ein bisschen. Da gucken noch ein paar Sachen aus der Wand raus, ich habe die mal entfernt. Hier, das ist ein Geheimgang, der zugeschüttet wurde. Das ist ein. Aber das werdet ihr alles so bei der Führung überhaupt feststellen. Bei der Führung vom Treppenhaus zeigen wir euch dann auch so die ganzen Geheimgänge und die Geschichten hier, die hier passiert sind. So, gehen wir erstmal rein. Ja, also hier mal kurz die Verteidigung zeigen. Hattest du die wirklich noch nicht gezeigt? Kann sein, ja, vielleicht, wo ich das gebaut habe. Bin mir nicht sicher, aber ich habe ja noch nachgerüstet auch noch. Da sind ja in Selbstschussanlagen auch noch dran jetzt und so. Genau, also ich mache mal die Drohne an, dann sieht man das besser von oben. So, also, wenn ihr seht. Einmal drum rumfliegen oder so. Ja, genau. Also, wie ihr sehen könnt von oben, wir haben jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Geschütze. Da sollte wahrscheinlich noch, da hat wahrscheinlich Material gefehlt. Da fehlt noch ein Geschütz hier vorne dran. Und da hinten ist auch noch eins, was vergessen wurde. Aber wir haben auch noch Gatlings unten dran. Ja, Gatlings sind da unten dran. Also, da wird dann auch noch fertig gebaut. Also, im Grunde genommen sollte da jetzt erstmal kein Angriff. Und wenn dann ein Angriff kommt, sollte der eigentlich abgeschlagen werden. Wir hoffen mal, ne? Ich weiß ja nicht, wann die kommen. Nach den Bohrentruppen kam ja bis jetzt nichts mehr. Nö, irgendwie nicht, ne? Also irgendwie nicht. So. Dann haben wir natürlich einen ganz speziellen Ort für unseren Kern gesucht und haben ihn hier gefunden, im Treppenhaus. Ja, Leute, ihr seht richtig, im Treppenhaus. Ist ganz wichtig im Treppenhaus, damit die Leute, die Gegner verwirrt sind. Die werden nämlich nicht damit rechnen, dass sie den Kern im Treppenhaus finden. Genau. Dann rennst du dran vorbei. Die suchen sich erstmal tot und dann. Ja, dann war es das. Gut, okay. Also wir brauchen ein Hangar-Tor für die Base. Hangartüren. Ja, haben wir hier. Was? Wie viel brauchen wir? Wir haben doch, glaube ich. Ich glaube, da ist sogar noch eine in der Kiste drin. Mal gucken, mal. Von der Alien-Basis? Oder wo meinst du? Irgendwo, glaube ich, meine ich, war da noch eine Tür. Ja, wir haben eine Automatiktür, aber kein Hangartor, oder? Rolltor. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Solarzellen. Nee. Ja, mal gucken hier. Nee, da ist auch noch was drin. Nee. Auch nicht. Nee, wir haben keins. Wir haben leider keins. Na gut, dann stelle ich eins her. Das ist ja kein Thema, ne? Oh. So, hier ein Hangartor. So, jetzt haben wir die Einfahrt, das müsste groß genug sein, jetzt müssen wir langsam den Hangar bauen. Ja. Ein Hangartor oder zwei? Eins reicht, ne? Ein Hangartor. Das werden wir in der Folge nicht mehr sehen, ja, eins reicht. Gut. 46 Minuten noch, bis der Bohrer fertig ist. Ja, okay. Also das, wie ihr seht hier, das ist zum Beispiel der Notraum, den wir errichtet hatten, das war nach dem ersten Angriff.
auf die Base haben wir dann gesagt, dass wir hier erstmal alles einrichten. Das solltet ihr eigentlich aber schon kennen aus den letzten Folgen. Der ist jetzt ein bisschen erweitert worden und wir dachten, okay, das ist nur erstmal zur Not gewesen, aber scheinbar kommt immer mehr dazu. Und dann steht hier alles. Steht hier alles schon schön. So, zwei Betten haben wir auch schon gestellt. Ist jetzt nicht sehr schön, aber praktisch, genau. Ganz wichtig, die Betten. So, dann haben wir hier mal... Da merkst du dich nicht wohl, wenn da keine Betten drin stehen. Nee, da fühle ich mich nicht wohl. Ganz klar. So ein Lebensmittel, hier so ein Nahrungsmittelprozessor brauchen wir auch mal, den baue ich auch mal. Ja, da müssen wir wieder umstellen. Das ist, ja, wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt vielleicht hier direkt die Base reinbauen oder so. Ja, warte. Ich will nur Zement jetzt hier erstmal noch. Wo ist denn jetzt hier der Zement? Zement, so. Der müsste doch... Da ist er doch. Ja, stupide Arbeit, aber es gehört auch dazu. Es gehört dazu, ja. Muss man dazu sagen. So, ich stelle mal 2000 Zement her. Während wir hier an der Arbeit sind. So, jetzt geht das ganze Zeug. Habe ich die Hangertür eigentlich mit? Das wäre natürlich schlimm gewesen. Jetzt renne ich los ohne Hangertür. Hast du hergestellt? Das ist noch in der Kiste drin. Ja, genau. Die ist... Baut man richtig, also dann stellt man ein richtig dickes Tor hin, was richtig hoch ist. Ich mach schon die Decke höher. Okay. Warte. Das werden wir wirklich mal so ein Gunship wieder bauen oder so, dass das auch da durchpasst. Ja. Ich weiß noch, in der Alpha 9 in der ersten Staffel war das nämlich auch so ein Ding. Ich meine, die ging zwar durch die Schiffe, aber manchmal bist du hängen geblieben und so. Und ich glaube, es gibt neue Tore auch, ne, die noch größer sind jetzt. Ja, genau, da hatte ich auch schon was gesehen von. Gott, einmal rein hier. Jetzt geht das wieder los. Das Problem hier immer ist, wir haben noch keine Tür eingebaut in der Festung. Aus Angst, dass die irgendwo reinkommen. Und deswegen springen wir mal über die Mauer an. Sollte auch mal geändert werden. Wir regen uns immer beide drüber auf, dass noch keine Tür drin ist, aber wir bauen auch keine ein. Ja, und genauso haben wir es schon versucht, mit Fahrstühlen hier zu arbeiten, damit man hier nicht... Oh, wie ihr seht... Es ist, BAM! Ja, das habe ich gehört. Ja, das passiert halt eben so. Dann guck mal so, dass das Felsen rechts ist und links und oben auch Felsen ist. Gut, also ein großes Hangartor. Jo, ja, groß. 7x6, 9x5, 9x7, ne? 9x7? Guck mal, das Größte, was du hast. Das Größte, was ich habe. Das ist zu groß für das kleine Ding da. Also ich hätte hier 10x7 hätte ich noch anzubieten, 10x9, 13x7 und 14x7 hätte ich anzubieten. 14x7 ist doch gut, ne? Das passt da gar nicht jetzt, rein. Ich sehe es leider nicht. Aber eins, nimm mal eins, was hoch ist. Was ziemlich weit nach oben geht. Aber okay, was natürlich schön breit ist. Das wäre dann entweder 13x7 oder 10x9. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch mal, warte mal, hier haben wir 7x6. Nee, also 10x9 ist schon gut, ey. Darunter will ich auch nicht machen. So, mal gucken. Das passt da auch nicht rein. So, doch, höher, das passt. Ne? Warte. Ja, ich sehe es kaum. Warte mal, ich muss das mit der Drohne machen. Dann sehe ich das. Dann kann ich da ein bisschen höher gehen. So, jetzt wir, dass rechts und links auf jeden Fall ganz gut passt. Naja, es kommt eh armierter Beton da drum rum, ne? Das ganze Tor wird noch armierter Beton auch gemacht. Dass die Decke halt schön hoch ist, dass man auch, wenn man reinfliegt oder wenn man startet, dass man ein bisschen hoch und dann raus und... Okay, also sagen wir es mal so. Das halt Tor 10x... Wenn wir unseren Bus bauen, dass der auch da durchpasst. Also 10x9 würde so von der Breite her ungefähr passen. Wir müssten wahrscheinlich noch links oder rechts noch eine Seite ausheben. Aber ansonsten würde es passen. Wenn ich jetzt das nehme, das andere, das 13x7, nein, 13x7 ist zu breit. Nee, nimm mal 10x9, das ist okay.
So, leider siehst du es ja nicht, ne? Das ist schade. Ich würde es ja gerne mal stellen, damit du wenigstens erstmal siehst. Soll ich es mal stellen? Wir können es ja abbauen. Ja, ich habe ein T2 notfalls. Oder das warte mal. Ich stelle es einfach mal, damit du es mal siehst. Okay, ja, das ist natürlich sehr mächtig. Du wolltest so eins. Das ist 10x9? Das ist 10x9. Dann nehmen wir das auch, oder? Würde ich sagen, ne? Also ich würde sagen, das ist schon so okay. Die Decke noch ein bisschen höher. Ja, ich denke mal, das passt dann gut rein. Das Ummauern war dann schön und dann ist gut. Ich stelle mal mich hier an die Seite, bevor ich hier erschlagen werde von dem Ding. So, dann müssen wir das hier oben abtragen. Dann trage ich mal hier oben ab, ne? Bis oder noch ein bisschen breiter, oder reicht das von der Breite? Nee, ich denke mal, das ist... Obwohl, wenn du dann nachher nicht. Nee, mach mal eins, das noch ein bisschen breiter ist vielleicht. Soll ich das wieder wegnehmen? Ja. Warte mal, ich nehm's mal weg hier. Das wäre 13x7, aber das ist nicht so hoch dann, ne? 13x7. Ja, es könnte hier ein Stückchen runter, aber ein bisschen breiter. Jut, warte. Dann wäre es entweder 13x7 oder 14x7. Gut, dann stellen wir das mal. Oha, das ist aber mächtig. Okay, das ist es. Das ist es, das Ding. Das ist es. Die Decke kann ruhig noch ein, zwei Block abgetragen werden oben, aber... Ich versuche so, nur die Mitte zu finden. Ich versuche... Das werden wir auch was mit Flügeln bauen, dass wir auch durchpassen. Ich weiß nicht, ob die Mitte, das jetzt die Mitte ist. So. Das ist schon besser. Ist das ungefähr die Mitte? Müssen wir mal gucken, ja, ne? Ja. Ungefähr, ja. Das ist die Mitte. Also dann siehst du mal, wie mächtig das ist hier, ne? Also hier muss dann einiges noch abgetragen werden. Mal, wie viele Blocks sind denn das hier? Ein Block. Ich zähle mal 1, 2, 3, 4. Gehen wir mal rüber. Wenn es schon mittig sein soll, dann richtig. 1, 2, 3, 4. Ja, ist genau mittig. Also es passt von der Mittigkeit. Also nehmen wir das dann, ja? Ja, ich mach das ein bisschen frei gerade. Da muss hier oben noch ein bisschen abgetragen werden. Hier oben so ein bisschen noch. Ja, genau. Nicht so viel davon, ne? Nicht, dass wir da... So muss ja, gut. Das passen. Ja, sonst müssen wir das halt wieder aufschütten, ne? Das ist ja noch das Thema. Das muss noch oben auch noch ausgehöhlt werden, ne? Ja, nur dass das erstmal reinpasst jetzt. Und dann richten wir uns nach dem Tor. Okay. Und der Decke, die dann schon gesetzt wird. Ja, warte, das wird noch nicht reichen. Das ist ziemlich mächtig, weil das ist ja immer ein Block, ne? Das Tor. Du musst also quasi so tief. Hier oben, das könnte auch noch nicht passen. Da müssen wir mal gucken. Okay, stellen wir mal das Tor nochmal. Muss es nur abbauen nochmal. Zack. 2000 Lebenspunkte, so wie im armierter Betonblock. 200 HP weniger, aber. So, dann wollen wir es mal stellen. Müsste, ne? Müsste jetzt reinpassen. Vorne rein. So. Mal, dass da Felsen drunter sind, dann. Also, dass es genau reinpasst, dass es dicht ist sozusagen. Was dann noch übrig ist, wird abgetragen oder sowieso noch aufgefüllt mit Beton. Also es lässt sich, so wie ich die Sache sehe, es lässt sich noch nicht setzen. Du musst noch weg. Sehe ich leider nicht, warte mal. So, warte mal, jetzt habe ich es. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es mittig ist. Doch, müsste sitzen, warte mal, zack. Müssen wir mal so ein Stück rein noch, ne? Also oben. Ja, noch ein bisschen rein. Da muss oben noch ein bisschen was weg. Sonst passt das nicht rein. Nee, an der Seite. Passt schon ganz gut. Muss, aber lass mal erst so. Hier muss es dann gleich mal anschauen, ja.
Und unten muss, glaube ich, auch noch Stein gebaut werden, ne? An der Seite musst du Steine bauen noch. Ja. Nee, ich meine hier. Hier unten noch, wenn wir jetzt hier rein wollen, brauchen wir hier auch noch mal. Damit wir reinsetzen können hier. Kann keinen Block setzen. So. So, müsste der setzen. Das ist okay. Hier drüben. War das gar nicht so einfach, so eine Tür einzusetzen, ne? Oh, das sieht gut aus. So. Weg. Wie sieht's drüben aus? Auch gut aus. Runter. So, ich setze nur so, dass man... Genau, hier will ich nur schnell noch die Blöcke reinsetzen, damit man das hier... Zack, so. Wie sieht's oben aus? Passt das oben? Ja, jetzt oben passt das jetzt. Gut, dann nehmen wir das auch mal hier weg. Ein bisschen anpassen. Sag Bescheid, ich nehm's jetzt weg, ne? Das Tor. Ja. Gut. Ja, müsste eigentlich passen jetzt von der Höhe und alles. Dann setzen wir es mal rein. Das Ding ist aber auch mächtig, ne? Ja, die großen Tore, das sieht man immer schlecht, wie man, wenn man die reinsetzen will. Ich glaube, ein Block war, glaube ich, zu viel. Das, glaube ich, so müsste es passen, ne? Ja, so ist gut, glaube ich. Ja, passt. Mal nur gucken hier, wie sieht's aus mit den Blöcken. 1, 2, 3. Oh, warte mal, das stimmt nicht ganz richtig. Das muss sowieso rundherum noch betoniert werden. Ah, wir sind zu weit. Ah, wir müssen... Warte. Das ist falsch. Wir haben... steht zu weit links, das Ding. Auf der einen Seite haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Und auf der anderen Seite 3. Das muss 1 nach rechts gestellt werden. Warte mal. So penibel, ob wir das hinkriegen. Ja, das kriege ich hin. Das muss nur ein... Setz dir da einen Block hin, wo er hin soll, dann ungefähr... Ja, ich weiß ja, ich muss... Dass ich muss ganz genau weiß, wo er hin muss. Ja, ich weiß. Weil ich muss ihn einfach nur auf der rechten Seite jetzt ausrichten. Also, dass er bündig mit der rechten Seite steht, mit dem Block, weißt du? Also hier mit der Ecke, sozusagen mit dieser Ecke hier. Dann ist das korrekt. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich habe gerade die Tür ausgebaut. Ja, wir sind nicht nur das Abrissunternehmen, wir sind auch die Torbauer hier. Die Tür und Torbauer, genau. Wir bauen den Weg frei, ne? So, warte. War das jetzt richtig ein drin? So, gucken wir mal. Perfekt, oder? Ja, wenn es jetzt von deinen Maßen her passt, dann geht das. Oben kommen eh Blöcke raus. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Warte mal, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4. Und von der Seite sind's 1, 2, 3, 4. Ja, passt. 1, 2, 3, 4. Ja, es steht jetzt genau mittig. Das sieht, auf der einen Seite ist es ziemlich dicht dran, auf der anderen Seite müsste dann halt zugesetzt werden, ne? Also müsste zugebaut werden. Aber es passt jetzt. Es ist jetzt so okay. So, dann nehmen wir armierten Beton jetzt. Ich habe armierte Betonblöcke, 200 bei. Und dann einmal rum, also an der Seite fängst du am besten an und dann oben drauf aufs Tor stellen die Blöcke. Und von da ziehen wir dann die, genau, die Decke auf. So, ne? So meinst du, einmal so wie so ein Rahmen rum, ne? Oh. So, dann hier noch. Ach, da bist du. Da bist ganz oben hoch. So, genau. Ich mach hier weg noch ein bisschen, dass du hier Platz hast. Ja, gut. Ah, wir sind nicht nur Abrissunternehmen, ne? Wir sind hier Tür- und Torbauer. So. Dann haben wir jetzt eine Deckenhöhe. Ungefähr dann richten können. Ja, das war ungefähr Wissen, ne?
Und der restliche Beton, das wird ja alles armierter Beton. Ja, da müsste man halt noch gucken. Ich finde es halt, wie gesagt, besser, das aufzuwerten, weil das dauert sonst so lange, armierte Beton herzustellen. Ja, ich hatte jetzt keine normalen Betonblöcke mehr, deswegen nehme ich jetzt armierten Beton. Schallplatten aber ohne Ende durch das Gebäude von der Einfolger. Dann brauchen wir sozusagen nur Beton und dann einfach nur aufwerten, aufwerten, aufwerten. Also einfach in Beton bauen und dann noch auf armiert aufwerten. Einfacher. Du musst ja nur den Zement herstellen, der geht jetzt schnell herzustellen. Ja, ja, genau. So, ich nehme mal hier noch die Betonblöcke mit. Was wir aufwerten können, werten wir auf. Deswegen, wenn du während er einen armierten Betonblock baut, stelle ich 100 Zementtüten her oder wie man die nennt. Oder 100 Zement halt. Tüten. Und eine Stahlplatte und zwei Tüten Zement ist ein armierter Block. Also ist das Aufwerten definitiv schneller als das Herstellen der Blöcke. So, machen wir weiter. Schön alles hier. Ne? So. Hier machen wir dann noch zu, da kommen dann noch die Betonblöcke. Ja gut, weiter nach hinten würde ich jetzt nicht rausgehen, das ist nur erstmal die Einfahrt, ne? Ach so, das ist die Einfahrt, okay. Wenn er reinfliegt sozusagen. Dann hinten drin so, oder rechts rum oder links rum machen wir dann den Hangar. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt gehen hier. Also ich muss auf jeden Fall erstmal einen Anschluss zum Tor finden. Also ich sag mal so bis hierhin, wo meine Drohne jetzt ist, so bis hierhin, so ist die Einfahrt, würde ich sagen, ne? Da ist die Einfahrt, ja, so. Dann musst du jetzt einen ganz großen Raum bauen und den würde ich sagen, mach mal mit dem Bohrfahrzeug hier. Drei machen wir so hier. Der macht noch 29 Minuten, ist der noch, den sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, genau. Dann den da lässt sich Maxa mitfahren. Ja, ich will fahren, Auto fahren. So, hier guck mal, so, reicht das so? Guck mal, schau dir mal an, oder so, ist das schon zu breit hier? Ne, ist schon... Muss der ja überall passen, so ein bisschen. Ich habe jetzt sozusagen auf jeder Seite drei Blöcke gesetzt. Hier und da auch. Ja, dass das hier an dem hier anschließt, ne? An dem Block hier. Ich kann das hier so anschrägen, dass wir hier so einen Schrägblock setzen für die Fahrt. Weißt du, was ich meine? So, hier, pass auf. Zum Testen würde ich mir echt Holzblöcke ins Inventar packen, die sind schnell abzubauen. Nee, ich wollte die so. Oder jedes Mal einen Armierten dahin knallst oder so. Ich krieg's heute nicht hin, da. Ich krieg's nicht hin. So ist aber gut, das ja. Hier muss eh noch einer dran. Oh, warte, so meinte ich das, weißt du? Dass das hier so anläuft, so schräg anläuft. Okay, das müsste man anders machen. Nee, warte mal. Der wird schräg. Der wird schräg. Der wird schräg. Hier, gut. Das machen wir nochmal raus. Dass das so, weil du sagtest, du musst hier noch ansetzen, ne, an das Tor. Ja. Ja, genau. Deswegen, achso, warte mal, dann ist das. Gut, okay, das habe ich den fast abgebaut. Deswegen eine Reihe muss dann. Ich will den sozusagen anschrägen, weißt du? Ich will so schräge setzen, dass das wie so eine Einfahrt ist halt, ne? Ja, mit dem T1, ne, geht alles gut. Dauert nur eine Weile. Soll ich dir mein T2 so lange leihen? Herrlich! Ja, ich habe den Konstruktor ja verbessert, also verbessern. Ich habe den auch gewertet, aber jetzt fehlen uns Flugspulen, um noch ein T2-Tool zu bauen. Ja, genau. Aber die brauchte ich schon, um den überhaupt auf den Verbesserten zu bringen. Oh, nimm mal wieder hier die Drohne, das ist besser. Und mit einem großen kann man die T2-Tools ja nicht bauen. Ach, ich bin ja so ein Depp hier, ne? Ich bin so ein Depp, das ist ja richtig so. So, und das muss abgebaut werden hier. Die beiden müssen abgebaut werden. Aber es dauert jetzt natürlich. Es geht, aber ist jetzt nicht das Beste mit dem T2-Tool, ne? Mit dem T1-Tool. So, jetzt hier noch. Ich will ja nur so eine schräge. So, reicht das so? Guck mal. Das, oder ist das zu schräg? Wenn man dann jetzt hier noch einen ransetzt, so. Dann wird das ja wieder so schmal, deswegen haben wir nicht. Willst du nicht so schmal? Deswegen haben wir extra so ein breites Tor gebaut, falls wir mal ein etwas größeres Flugzeug, Raumschiff bauen. Okay, na, für die Einfahrt dachte ich das. Okay, dann mache ich das nochmal weg hier.
Das wird so schmal, und wenn du das auf der anderen Seite auch machst und genau angepasst, dann hast du ja nur so ein schmales Ding, da braucht man nicht so einen riesen Raum da bauen. Gut, dann nehme ich die Schrägen weg und dann mache ich das, lasse ich das so, dass es dann hier... Man kann ja ganz normal die einfach bauen und dann kannst du ja an den Wänden später, wenn die stehen, kannst du ja auch noch Schräge oder Runde dran machen, so Halbrunde. Da sieht das aus wie so ein Tunnel, wo du reinfliegst. Hauptsache, kann ich gar nicht vorstellen, ne? Doch, so ungefähr so. Ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Aber ich hoffe nur, dass wir auf der anderen Seite nicht wieder rauskommen, halt, wenn wir zu lange Tunnel buddeln hier. So, gut, warte mal. Dann mache ich das so wie drüben halt doch wieder, dass ich die ganzen Blöcke setze, ne? Mache ich so hier. Es waren 3 Blöcke, die habe ich so gesetzt. Und danach, ja, weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Wie weit du das noch haben möchtest dann? Wie breit soll das noch sein? Perjek, hast du mal geschaut? Ja, nur das hier ansetzen wieder. Da wurde die Armeten gesetzt, das am Tor immer. Ah, okay, also hier sozusagen. Also jetzt ist jetzt die Wand sozusagen lang. Ja, alles klar, okay, gut, weiß ich. Links dann dasselbe. Und oben, wo die Armeten sind, ist die Decke. Okay, alles klar, dann ziehe ich hier das die Wand. Das ziehen wir dann bis hier, bis zu dieser Wand hier rüber ungefähr und dann gehen wir... Machen wir hier genauso. Dass du so eine Einflugschneise hast sozusagen und dann direkt irgendwo muss dann ein Hangar dann, der muss der Hangar sein, der gleiche Höhe, gleich, na nicht gleiche Breite, aber gleiche Höhe. Ja. Dann, das passt, ne? Ich glaube, wir haben noch genug Platz jetzt, um hier noch einen Hangar reinzubauen. Das wollen wir die Einfahrt verkürzen, ja. Da bin ich mal gespannt, du. Ich glaube, du, dass wir kommen auf der anderen Seite raus und wundern uns dann, dass wir dann, dass es etwas zugig ist, das Hangar. So, dann ziehe ich mal hier die Wand hoch, ne? Hier machen wir mal erstmal zu. So. Ja, muss auch nicht ganz penibel sein, so mit der Decke dann. Ich finde das immer besser, die Steine oben, die tragen auch so ein bisschen die Blöcke. Habe ich so mal das Gefühl, so. Die Steine tragen oben. Deswegen nicht so viel Steine wegnehmen. Ja. Dann brauche ich ja nur bis zur Hälfte oder so dann und dann einfach den Block setzen. Dann hält der Berg hält die Blöcke. Das Problem dann so ist, hier kommt der, hier passt der Block nicht rein, weil da zu viel Stein ist. Stopp, genau. Hier, das reicht schon. Reicht schon. Gut. Ja, du musst ja noch weiter, ne? Ja, ich mache hier erstmal auf der anderen Seite jetzt, dass es gleichmäßig alles läuft hier. Ich habe nämlich nicht so viel Betonblöcke, habe ich nicht mehr. Dass man dann, genau. So. Oh, das wird eine Bohrerei, du, das sage ich dir. Das Schlimme, so dass das eigentliche Bohren mit dem Fahrzeug kannst du ja nach unten machen. Ach, du kannst ja nicht unendlich mit dem hoch, mit dem Gleiter. Ja Mensch, da haben wir schon wieder überzogen. Ja, sowas aber auch. Oh, und dann baut er schon wieder oben den Block weg. Hab aus Versehen falsch gesetzt, weil er da wieder so ein bisschen... Hab ihn demontiert. Mit einem Schuss so puff weg war er. Puff, ja, ich brauch da immer ein bisschen länger, ne? Es liegt einfach an dem T1-Tool. So. Da sind jetzt 4 Wände auf jeder Seite, ne? Erstmal, oh wei. Wenn ich jetzt daran denke, dass man das noch überdacht und dann wie viele Betonblöcke wir brauchen für das. Ja, deswegen sage ich, habe mal normale Betonblöcke einfach durch das Farmen hier. Dann einfach nur aufwerten. Ja, so. Ja, damit sind wir durch. Weil wieder. Aufwerten geht, das geht so schnell. Ich habe keinen Bock drauf zu warten, dass er 5000 armierte Betonblöcke herstellt, weil dann kannst du den Rechner über Nacht laufen lassen. Ja, Leute. Na, wir sind am Ende der Folge, Feljack. Ja. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat uns sehr gefreut.
Like und Abo auf beiden Kanälen. Immer bis zum Ende schauen, nicht vorspulen. Ihr wisst, was es gibt, ne? Ich leide das schon so runter, ey. Genau. Ihr wisst, was es gibt. Wenn ihr alle Folgen nochmal schaut, bis zum Ende und auf beiden Kanälen, dann gibt es eine kostenlose Führung durch das Treppenhaus. Ihr könnt das auch gerne im Wechsel machen. Dann guckt er erst bei Max, dann guckt er bei mir, dann guckt er wieder bei Max, dann guckt er wieder bei mir. Ne? Wir kriegen alles mit und derjenige, der am meisten guckt, der kriegt dann hier die Führung. Na? Und wenn ihr das dann wieder guckt, nochmal guckt, also doppelt guckt, dann bekommt ihr nochmal eine Führung durchs Hangar. Ah, Hangar, da muss man noch drüber reden, ne, Jack? Das ist... Ja. Da müssen wir nochmal drüber sprechen dann halt. Ja. Die Hangarführung, meinst du? Die Hangarführung, genau. So. Also, macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.